Her. Zurück. Du möchtest also, dass ich mit dir tanze? Kein Problem. Kein Problem. Ja. Komm her. Ja, ich hab dich schon gesehen. Ah, da kommst du auch noch her. So. Komm her. Kein Problem. Auch für jeden was da. Na komm her. So. Hallo. Kein Problem. Hyperion-Zug abgeschlossen. Na komm her. So und nicht anders, da macht man Schaschlik. Jetzt verstehe ich, warum sie kämpfen. Die Dunkelalben wollen die Seelen im Licht bewahren. Doch die Lichtalben wollen sie weiter nutzen. So kann man es zusammenfassen, ja. Ja. Aber welche Seite hat recht? Das lässt sich selten sagen. Und es steht uns nicht zu. Das können nur die Alben. Das habe ich beim letzten Mal bereits gesagt. Na dann. Da muss ich ihm recht geben, das hat er wirklich gesagt. Es steht uns nicht zuzurichten. Wir können uns lediglich verteidigen, wenn wir angegriffen werden. So, haben wir irgendwas? Fähigkeiten? Was? Was ist neu? Was mit dem Hyperion-Zug? Ja. Klingenverbesserung Stufe 3, ja. Ah. Fähigkeitsmodifikation freigeschaltet. Modmarken verstärken einen Aspekt einer Fähigkeit. Wählen Sie einen fähigkeitenoffenen Modmarkenplatz. Okay. Schalten Sie Modmarken für eine Fähigkeit mit EP frei. Das Token einer Fähigkeit kann nach Belieben geändert werden, sobald es freigeschaltet ist. Okay, erhöht leicht den Schaden. Erhöht erheblich die Resistenz gegen Schaden und Taumeln während der Fähigkeit. Erhöht erheblich die durch die Fähigkeit erlangte Verbrennungsladung. Wir gehen auf Schutz. Hat sich in dem Spiel bis jetzt bewährt. Rakos, Dankeschön für deinen Follow. Mach's dir gemütlich, ruh dich aus, setz dich hin, schalt ab. Hier gibt's Minecraft und Story Games. Hauptsächlich aktuell Story Games, Minecraft ein bisschen weniger. Aber auch demnächst irgendwann mal wieder. Aber im Moment klatschen wir uns mit Kratos durch die Welt von Midgard, beziehungsweise haben, tun, irgendwas mit Ragnarök. Wie genau, erfahren wir noch. Und das letzte Spiel, was wir jetzt durchgemacht haben, war A Plague Tale Requiem. Und nach God of War wird es hier auf jeden Fall noch einige schöne Story Games geben. Sie haben echt viele Lichttore erschaffen. Befestigung. Ja, die Dunkelalben dürfen nicht wieder herrschen. Drücken Sie L2. So. Okay.
Ah, nochmal. Schon schaut es besser aus. Was ist das hier? Ich bin neugierig. Sidequest? Da geht es nicht hoch zum Schrein. Wissen wir. Wir wollen zu der Truhe. Ah, verstehe. Verzeiht meine Ungeduld. Oh, knifflig. Yep. Aber das kriegen wir hin. Okay, so geht's nicht. Gaulwar! Nee. Wie muss die Axt doch hinter dieses Gitter gelangen, oder? Yep. Ah, ich sollte die Axt vielleicht rufen. Das wäre praktisch. Okay. Ich möchte nicht unhöflich sein, aber diese weiße Marmorwand hinter dem Gitter, vielleicht kommt eine Axt daran. Ja, ich bin auch schon dabei. Ich versuche ja da den richtigen Winkel zu erwischen. Bringt uns nichts. So, das ist es nicht. Ha. Das ist es auch. Muss es schon das sein? Muss nur den richtigen Winkel irgendwie wischen. Das ist es nicht. Da unten ist nichts. Also hoch mit dir. So, da ist nichts. Also ist es schon die Höhe? Das stimmt schon. Es fehlt nur der richtige Winkel. Das ist es nicht. Es nicht. Ich muss da hoch an das Licht kommen. So. Komme ich da runter? Nein. Ich komme nur da runter, wenn die Truhe quasi runtergefallen ist. Okay. Dann ich
Mehr geht nicht. Okay. Willst du nicht hinfallen? Warum nicht? Das ist mir schon bewusst, aber... Nee. Ja, der Winkel ist richtig. Das ist alles schön, aber... irgendwie... doch nicht ganz. War eine Kombination aus ich werf sie und ich muss sie rufen. Alles klar. Ja. Alles klar. Heft von Gram. Ja, einst alte Drachenfluch. Warum auch lesen lassen die Leute, ne? Einfach ausblenden. Die meisten klicken ewig, aber ich bin halt jemand, ich lese mir das trotzdem gern zu. Durch. Vorsicht! Ja, ja. Bin doch schon da. Explodiert gleich! Ja. Ah, naja. Von mir aus in die Luft gehen, das ist mir schön egal. So. Zurück zur Sache. Ja. Aber ich finde es irgendwie schön, wie damit umgegangen wird, wenn ein Spieler Interesse zeigt an der Welt, die er da bestreitet. Das finde ich eigentlich schön. Moment. Vielleicht eher doch von da durchwerfen? Bei der Winkel und so? Oder sehe ich das Ding von da nicht? Oh. Er ist zu weit weg. Okay. Dann muss ich jetzt den richtigen Winkel wieder finden. Oh mein Gott. Oder? Wie wär's, wenn du... Ah, jetzt ist der Winkel, ja. Ach, das war zu weit. Ach, komm jetzt. Echt. Wie wär's denn mit Festhalten? Echt jetzt? Der Winkel ist richtig. Nein. Ja, sieht gut
das. Ah, guck mal hier. Hervorragend. Jetzt weiter nach oben, ja? Ja, ja, bin ja schon dabei. Rechts von dir! Boah, ich hasse sie. Echt jetzt? Das lassen wir uns nicht durch die Lappen gehen von dir. Da kaufe ich mir lieber den Wirbelbewegungsstein. So, komm her. Ekelhaftes Zeug. Du baust dir eine ziemliche Gedichtsammlung auf. Mhm. Das überrascht dich. Mein Volk ist berühmt für seine Kultur. Keine Überraschung. Respekt. Respekt, Bruder. Was habt denn ihr zwei? Tanzt ihr oder was? Das überlasse ich dann wohl euch. Oh. Wow. Aha. Ach komm jetzt, echt? Schöne Bescherung. Wow. Okay, die sind echt. Die Jungs sind knackig unterwegs. Muss ich meinen Hut vorziehen. Da. Der Ladebildschirm von der PS4 Pro. So. Und das ist wahrscheinlich nur ein Zwischenboss, ne? Ein sehr, sehr interessanter Zwischenboss. Das überlasse ich dann wohl auch. So. Hinter dir, Vater! Ach, da kommt noch einer. Samurai Pizza Cat. So. Ja, ihr könnt auf der Dreho könnt ihr einschlagen. Wer hält? Das ist mein Buddy. Den habe ich trainiert hier. Oh. Alter, jetzt reicht's. Hallo, wie wär's, wenn du... Danke. Hau ab jetzt. So ein Nervenbeutel. Das war brutal. Der hat einen Katana, das ist länger als sein ganzer Körper. Was sagt ihr? Das ist brutal. Die greifen mich an mit übelst langen, mächtigen Katanas und dann sagt er, das ist brutal. Okay, wir machen den Weg frei. Da waren wir erst schon. Okay. Funktioniert gut. Falscher Weg. Oh. Noch was. So langsam weiß er Bescheid. Richtig. Ich habe noch nie erlebt, dass die Lichtalben den Tempel so stark kontrollieren. Sie müssen einen neuen Tempelwächter geweiht haben. Svart Aljöfürs Gegenstück. Der
Dunkelalbkönig. Okay. Ist jetzt wohl auch im Licht. So, wo ist der Kristall? Wo ist? Babam, babam. Retrop, ja, danke schön für deinen Follow. Mach's dir gemütlich. Genieß die Show und willkommen. Schön, dass du reinschaust. So, wo, wie, was, wann? Ist es schon mal nicht richtig. Ja, müssen wir noch mal gucken. Echt jetzt? Echt jetzt? Nein, bitte. Ich weiß noch nicht mal, wo das Ding hingeht. Wo die Reflexion hingehen soll. Und dann macht ihr hier so ein Timed Action raus. Da habe ich eigentlich schon wieder gar keinen Bock. Okay. Ah, da ist er, das Teil. Ah, ich muss ja mit Energie aufladen. Sowas von. Eigentlich gar ganz schön. Runengravide Freisetzung, Accessoire, ein einfaches Schmuckstück. Das ist die Wiedergeburt. Okay, das klingt gut. So, so macht man sich nicht. Der Mystiker sieht uns nicht. Da liegt ein Dämmerstein. Wir wohl Dämmerstein einsetzen können? So. Komm her. Tut mir leid. Hier kommen wir weiter hoch. Okay. Vater, hier drüben. Ja. Hey, bin doch schon da. Meine Güte.
Kratos ist auf jeden Fall sehr still geworden. Los geht's. Tu, was nötig ist. Ein großer Lichtball kommt auf dich zu. So. Oh, mehr. Ja. Okay. So. So, komm her. Muss ich leider aus dem Bild ziehen. Mir ist nicht klar, wie sie Lichtbrücken machen. Sieh dir diese Statue an, diese Kristalle. Die Alten besitzen sie ebenfalls. Ja. So geht's auch, ne? Oh, die Kristalle sorgen für die Lichtbrücken und die Lichtalben tragen sie. Schlau. Fast geschafft. Darf ich? Ausnahmsweise. Ausnahmsweise. Bereitet die Zerstörung etwa Vergnügen? Bald fängt er an, Vasen zu zerschlagen. Gehen ja. wir weiter? Gleich. Loot für die Welt, Kuchen für mich. Und so weiter. Wenn wir jetzt so ein Kristall einstecken oder irgendwie in die Axt reinstecken, könnte ich mir jedes Mal Ding machen. Okay, das ist eine Timed Runen Action. So, gucken wir mal. Da ist eine. Wo ist die andere? Schauen wir mal, ob das Dreiecksprinzip sich wieder aufbaut. Okay. Okay, da ist eine. Und da ist eine, da oben ist eine. Wo ist die dritte? Die müsste dann theoretisch eigentlich hier links sein. Dort, da drüben. Ja. Lass mich nicht. Alter, ich will hier das Runenrätsel lösen, also geh mir nicht auf den Sack. Meine Fresse. Noch eins, von links! Wo ist er? So, darf ich jetzt mal bitte... Vorsicht, links! Alter!
Noch ein Lichtalb! Links! Wo denn? Gibt's nicht. Geht doch. Mach die scheiß Truhe auf jetzt. Hallo. Echt jetzt? Krieg ich die Truhe nicht auf, oder was? Oder liegt es daran, dass der scheiß Alt da irgendwo noch rumhängt? Weiß noch. So. 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 Da kickst du, was? Oh ja. So. So. Mach diesen scheiß Lichtkugelfuzzi. So. Mit ihm. In seinem Gesicht. So. Hinter dir, Kratos! Wo war's von dir? Ich höre den Nacht mal. Wo ist er? Ja.
Wo denn? Was denn? Was muss jetzt? Ich kann jetzt endlich die scheiß Kiste öffnen. Nachdem ich 96.000 Jahre gebraucht habe, um sie zu öffnen. Danke. Nee, es hat sich nicht gelohnt. Ja. Maximaler Rage erhöht. Das ist gut. Ja, es ist immer gut. Vor allem jetzt, wo ich das Gefühl habe, dass irgendwie so ein Bosskampf geschlossen wird. Kann mich auch täuschen. Er ist heller als damals. Umstellen. So. Keine Ahnung, was das jetzt da unten zu tun hat damit, aber vielleicht kann man daraus was Lustiges machen, ich weiß nicht. Vielleicht ist das notwendig. Das ist schlecht. Es hat sich so angehört, als wäre der abgeschlossen. Noch ein Lichttor. Am Schild der Statue befindet sich Dämmerstein, aber aus diesem Winkel geht es nicht. Ja. Glaubst du, wir können die Alben vom Kämpfen abhalten? Hätte Freya diese Welt nicht aufgegeben, wäre wohl Frieda eingekehrt. Doch jetzt... Ist das wirklich alles nur Freyrs Schuld? Dieser Krieg begann lange vor seiner Ankunft. Doch er hätte dieses Land heilen und den Krieg beenden können. Er traf eine Wahl. Okay. Die falsche. Für Alfheim. Mag sein. Doch nicht unbedingt für ihn. Tja, das steht uns allen zu, unseren eigenen Weg zu beschreiten. Egal wohin er uns geht. Ja, es steht uns allen zu. Frei zu wählen, was und wie und wo das Leben dich hinschlagen möchte. Ja. Alaska Levreis, dankeschön für dein Follow. Mach's dir gemütlich, genieß die Show. Minecraft von Story Games hier. Minecraft allerdings ist ein bisschen wenig im Moment, wird aber auch mal wieder öfter. Aber im Moment genießen wir einfach das schöne Leben der Story Games und vor allem die Story, die es mit sich bringt. Guck mal erst einmal, ob das was gebracht hat. Hacksilber. Ich habe so viel Hacksilber einstecken. Ich glaube, ich könnte jetzt dezent den ganzen Laden kaufen. Ja, wir müssen sie doch in die andere Richtung schubsen. Der Schild hat sich bewegt. Nein. Flügel der Statue hängt wieder fest. Ja, das ist mir doch egal. Das müsste ja so gehen. Theoretisch. Doch nicht, jetzt ist doch zu steif. Echt jetzt?
Okay. Dann checken wir das mal aus, aber von hier oben dürfen wir es ja nicht machen. So, komm her. Es muss einen Weg geben, den Dämmerstein dieser Statue in den richtigen Winkel zu bringen. Warte, da oben. So. Oh, jetzt kapier ich. Hier sind die Flügel verbunden. Ich sehe was da oben. Flügel verbunden. Dort, da oben. Warte, da oben. Ponterium, danke schön für deinen Follow. Da oben. Achso, das ist da. Nein, das war ich. Hey, warte, da oben. Was willst du von mir? So, wo stehst du? Vater, da oben. Danke. Sieht gut aus. Ja. Ich bin dahinter gekommen, was ihr wolltet. Tyr, als wir letztes Mal hier waren, töteten wir den Dunkelalbkönig. Das ist sehr schade. Ich habe mich schon gefragt, was aus Vardar Yafur geworden ist. Wir mussten uns verteidigen. Doch bei seinem Tod meinte er, wir helfen den Falschen. Verstehe. Ja, durchaus möglich. Weißt du, das Motto hier, ne? 90% Schwachsinn, 10% Koffein. Siehst du. Sehr gut gemacht. Danke. Krieg jetzt einen Keks. Okay. Dann schauen wir doch mal. Haben wir es jetzt endlich geschafft oder? Noch ein verwundetes Wesen, Atreus? Möglich. Es könnte auch der Sturm sein. Vielleicht können wir das untersuchen, sobald wir die geheime Prophezeiung enthüllt haben. Ja, klingt gut. Es sind Sidequests. Hey, ich stehe doch nicht im Weg rum. Ein bisschen Sidequesten ist doch nicht verkehrt. Da, über die Hauptkammer gelangen wir nach oben. Zuerst müssen wir durch ein weiteres Lichttor. Okay. Und da ist der Kristall. Okay. Bringen wir hin. Bringen wir hin. Ich muss erst mal gucken.
erstmal gucken, wo hier die ganzen Auslöser sind. Okay, da ist nichts. Da komme ich nicht durch. Da oben ist ein Klingstein. Das passt wirklich gut zum Dämmerstein. Diese Lichtalben mögen hübsche Einrichtungen. Klauser! Was? Da oben ist ein Klingstein? Hat er Lack gesoffen? Wo ist ein Klingstein? So. Ah, da. Da ist er. Zeigt in die falsche Richtung. Vielleicht könnten... Darf ich das beschleunigen? Na klar, darfst du. Der Winkel sollte passen, Kratos. Ja, passt. Sehr gut. Stets zu Diensten. So. Ah, das Licht von Alfheim. Umwerfend. Hör mal, da ist noch eine schöne große Truhe. Wie komme ich zu der hin? Auf jeden Fall nicht hier. Okay. Na dann. Fahr mal hoch. Aber mir gefällt Kratos nicht. Er ist so ruhig. Nichts. Was ist los? Beim letzten Mal hörte ich Mutter. Aber jetzt ist sie weg. Ihre Seele ist nun eins mit dem Licht. Vereint mit Kräften älter als Odin selbst. Sie hat nun Frieden, Atreus. Hoffentlich. Als Vater ans Licht ging, sagte er, dass... Du warst im Licht von Alfheim? Ja. Und doch bist du hier und bei klarem Verstand und wurdest nicht verbrannt. Sag mir bitte, Kratos, was hast du gesehen? Das geht nur mich was an. Doch es waren nur Augenblicke. Für mich dauerte es ewig. Ich kam nicht weg. Atreus kämpfte für mich um sein Leben. Das klingt unglaublich. Also dann, auf zu Groas Tryptychon. Ja, das war ein sehr heftiger Moment. Okay, ich kann nicht rennen, ich kann nicht kämpfen. Das klingt doch nach Storytime. Bist du Groa begegnet? Viele Male. Aber sie plagten ständige Visionen. Eine Unterhaltung war kompliziert, gelinde gesagt. Was machst du? Ich hab was gehört. Vater, sie ist fort. So. Fast geschafft. Makieria, danke schön für dein Follow. Mach's dir gemütlich, setz dich hin. So viele Dunkelalben. Genieß die Show. Ich dachte immer, der König der Dunkelalben. Ich dachte, alle Dunkelalben wären. Tier? Ja.
Ja? Helfen wir der falschen Seite? Glaubst du, das ist die richtige Frage? Nein. Ich? Was ist die richtige Frage? Gibt es eine richtige Seite? Genau. Was meinst du, Atreus? Gibt es in diesem Krieg eine richtige Seite? Ich weiß es nicht. Dann solltest du lieber keine wählen. Krieg ist nie richtig. Niemals. In keiner Form. Und es kannst du noch so versuchen zu verkaufen. Krieg ist nicht die Lösung. Krieg ist eine Ursache, die aufgrund von schlecht geführter Kommunikation, übergroßes Ego, was auch immer zustande kommt. Und ich bin immer noch der Meinung, solange der Mensch es nicht schafft, zu kommunizieren in irgendeiner Form, ohne dass der ein oder andere viel zu schnell angepisst ist. So, nein, mit dir mag ich jetzt nicht mehr reden, du hast mir die Barbie weggenommen, so nach dem Motto. Dann braucht der Mensch auch nicht überlegen, irgendwohin auszuwandern. Mars, Merkur, Venus, wird das Problem, das hast du so oder so überall. Der Mensch ist einfach nicht fähig dazu, in irgendeiner Form eine gewisse Harmonie aufrechtzuerhalten. Harmonie gibt es beim Menschen nur, sofern alle anderen oder ein Großteil diese Regeln ausführt, die aufgestellt werden. Das ist Harmonie, also eine falsche Harmonie. Da ist er. Ah, ihr habt es geschafft. Willkommen. Ja. Hi. Was hast du denn Schönes? Ah, du hast eine schöne Kiste für mich. Danke fürs Aufbewahren. No, ein bisschen Hacksilber ist noch nicht verkehrt. Was hast du denn? Glaubst du an Schicksal, Sindri? Oh, natürlich nicht. Würde ich mir so auf die Hände waschen, wenn ich glaubte, dass das, was ich tue, am Ende egal ist? Nur einer hat Einfluss darauf, wie wir unser Leben leben. Wir selbst. Darauf ein Amen. Herstellbar. Herstellbar. Da geht die Runenkraft hoch, aber nein. Nein, Runenkraft ist zwar ganz schick, aber nein. Nein. Aber ich habe hier noch ein Artefakt. Mehrere sogar. Du bist ein echter Archäologe geworden, was? Ja, klar. Das muss aus Alfheim sein. Das erklärt den Sand. Sand, ja. Genau, den Sand. Das erklärt den Sand. Ich muss da hinten raus, klar. Der Schrein ist da vorne. Ja, aber letztes Mal stand hier eine Norm. Richtig. Oh, jetzt ist sie woanders. Richtig, da stand eine Runentruhe, eine Nonnentruhe. So. Aber ich glaube, das ist auch ein relativ guter Punkt, um hier mal einen Cut zu ziehen.